Aquaristikbörse ist am Samstag ab 10 Uhr in der Lausitzhalle in Hoyerswerda. Der 26. Tag der Mineralogie wird am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr im NATZ in Hoyerswerda am Markt durchgeführt. Im Mittelpunkt steht eine Ausstellung schöner Kalzite und artverwandter Minerale. Am Samstag um 15 Uhr beginnt ein Vortrag zum Thema Fluoreszenz von Mineralien. Am Sonntag können Minerale unter dem Mikroskop betrachtet und bestimmt werden. Das Café lädt zum Verweilen und Austauschen ein. Im Kontaktbüro Wölfe in Sachsen gibt es am Samstag einen Vortrag über die Wölfe und eine Exkursion, beginnt es um 14 Uhr im Ehrlichthof Rietschen. In Pulsnitz laden die Royal Rangers die christlichen Pfadfinder am Samstag auf ihr Gelände Wilde Freiheit in der Hempelstraße ein. Ab 14 Uhr ist Superrodel das Thema beim Stammtreff. Am Samstag um 15 Uhr beginnt im Museum in Bautzen ein Puppenspiel zur Sonderausstellung Kaspar, Canaletto und Co. Es ist für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahre von Ulrich Schollmeier vom Museum. In der Kufa in Hoyerswerda am Markt ist am Samstag wieder Gundermann-Party. Im ersten Teil ab 16 Uhr wird bei freiem Eintritt zum Erzählsalon Gundi und ich eingeladen. Dazu ist der selten gezeigte Dokumentarfilm Fernseher aus, Sternschnuppen an aus dem Jahr 1992 zu sehen. Anschließend gibt es für alle Besucher die Möglichkeit, über ihre Begegnungen mit Gundi zu berichten oder einfach nur seinen Weggefährten zuzuhören. Der zweite Teil und damit die eigentliche Party beginnt um 20 Uhr. Den Abend eröffnen die Steinland-Piraten. Später sind 44 Leningrad zu erleben. Der erste Country- und Western-Club Hoyerswerda lädt am Samstag zum Nachthemdenball in die Clubräume in der Lisa-Meitner-Straße im ehemaligen 1000-Mann-Lager ein. Beginn 19 Uhr. Um 19.30 Uhr startet am Samstagabend die Faschingsveranstaltung für Jung und Alt des Oberlichtenauer Karnevalsclubs Olika. Gefeiert wird im Lindengasthof Oberlichtenau. Am Samstagabend können Sie im Hoyerswerda Irish Pub Black Raven den Musiker Streuner erleben. Er gastiert als das einzigartige One-Man-Live-Orchester. In seinem Programm treffen Songs der Rolling Stones und Eric Clapton auf Lieder von Renft und Keimzeit. Es verspricht, ein bunter Abend zu werden. Das Konzert beginnt gegen 21 Uhr. Der Eintritt bei Eggy ist frei. Zum Sonntag. Der Hoyerswerda Wanderverein lädt am Sonntag zur Winterwanderung ein. Es geht über 15 Kilometer durchs einheimische Revier. Treff ist um 9 Uhr am Parkplatz Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda. Boccia spielen können Frühaufsteher am Sonntag mit dem Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda. Beginn in der Turnhalle der Lindenschule im WK3 ist wieder um 9 Uhr. Der Skatclub Glück auf Hoyerswerda bittet am Sonntag zum zweiten Jahresturnier in die Begegnungsstätte des VBFF in der Von-Hutten-Straße in Hoyerswerda. Beginn ist 10 Uhr, es werden 100% des Spieleinsatzes als Preisgeld ausgeschüttet. Eine nicht kommerzielle Saatguttauschbörse gibt es am Sonntag in Treber-Neudorf. Sie wird von 14 bis 17 Uhr im Bauernhof Ladusch in der Nieskier Straße durchgeführt. Es kann Saatgut mitgebracht werden. Die Interessengemeinschaft Lebendige Vielfalt lädt dazu ein. Sie will langfristig Artensorten und Vielfalt erhalten. Im Bautzener Brücktheater steht Sonntagnachmittag Puppentheater für Kinder auf dem Plan. Ab 16 Uhr wird Grimms Klassiker Tischlein deck dich gezeigt. Ein Stück über das Erwachsenwerden, über Mut und den Zusammenhalt von Geschwistern. Und im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum in Hoyerswerda läuft am Sonntag um 17.30 Uhr noch einmal die Romanze »Die Schneiderin der Träume« aus dem vergangenen Jahr.